Hallo, liebe Aufrufer. Um mal den Schleier bis aufs Letzte abzunehmen, so entsteht der musikalische Vorspann einer neuen Sinnlichkeit, eines mobilen Büros für Lichtgeschwindigkeit. Ich bin wieder in Berlin und die ersten Dokumente diverser Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Autobahn waren bereits hier bei mir im Briefkasten, also noch schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das tut mir aber leid. Na gut, also ich habe heute das weiße Hemd an, dadurch wird dann das Bild im Hintergrund dunkler als es ist, aber ich bin ja auch bei dem etwas düsteren Thema Kinderpornografie und ich finde schon, wir sollen das jetzt richtig gründlich machen, anstatt wenn uns was anderes lustiger vorkommt, eben wegzuzappen. Denn die Kinderpornografie, mit der wir es zu tun haben, hat ja eigentlich gar nichts zu bedeuten im Sinne von Kinderpornografie, sondern es ist natürlich pornografischer Missbrauch von Erwachsenen. Also die Erwachsenen machen Pornografie mit Kindern, vergewaltigen Kinder, machen Geschäfte damit und so weiter. Und der Rechtsstaat versucht also im Rahmen seiner allgemeinen Regeln, soweit es ihn öffentlich angeht, hier entgegenzuwirken, damit die Menschlichkeit so weit wie möglich anerkannt wird und bis in die Schlafzimmer hinein möglichst sichergestellt ist, was natürlich im Einzelnen die Freiheit dann einschränkt. Das ist unser Thema. Also ich möchte alle trösten. Oh, jetzt habe ich einen wunderbaren Vogel bei mir auf dem Balkon. Entschuldigung, die Überbrechung. Ja, haben wir es tatsächlich nicht mit dem neuen Bundesvorsitzenden zu tun hier, aber ich möchte doch jetzt alle meine lieben Freunde grüßen. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass dadurch, dass ich nicht gewählt worden bin, ich mich jetzt, also in diesem Moment oder nach der Wahl aufs Weitere anders verhalten würde als vorher. Und wäre ich gewählt worden, ich mich anders verhalten hätte als jetzt, beziehungsweise daran liegt es mir zu sagen, Sie sollen an mich nicht Erwartungen knüpfen, als hätte ich die Wahl nicht gewonnen. Mein Selbstbild und das, was ich tun kann, das hat das Niveau, bevor die Wahl stattfand und wenn ich gewählt worden wäre, das gleiche wie jetzt. Das Einzige zu meiner Erleichterung, dadurch, dass ich nicht gewählt worden bin, ist natürlich, dass ich jetzt nicht so viel telefonieren muss. Und wer schon mal versucht hat, mich anzurufen, der weiß, wie wichtig mir das in meinem Leben ist. Also, die Zeitung heute, Bild-Zeitung, Freitag, 21. Mai 2010, Berlin-Brandenburg, hat nicht den Fall Jörg Taus weitergeführt. Ich habe das gestern schon gesagt, das ist der Sache sicherlich dienlich. Und weiter will ich mal auf die Bild-Zeitung nicht eingehen. Es ist Blutspur in ihrem Auto, entführte Bankiersfrau. Also man hat es mit den üblichen Themen. Es ist also auch nicht Bischof Mixer und es ist auch nicht Jörg Kachelmann heute. Die Taz, Tageszeitung aus Berlin, Freitag 21. März, 14 Jahre Zwangsarbeit für schwules Paar. Homophobie vor Gericht in Malawi verhängt Höchststrafe für zwei Männer, die sich öffentlich verlobt hatten. So, das bildet doch einen Kontrast zur Freiheit und zu den Bürgerrechten der Menschen in Deutschland, indem sie, was ihre Sexualität betrifft, keine Vorschriften befolgen müssen, außer dem allgemeinen Sittengesetz nicht entgegenzuwirken und dem Strafrecht. Da ist unser Menschenbild doch erfreulich liberal. Das neue Deutschland heute hat einige hervorragende Themen, die ich auch extra noch bringen will, aber zum Jörg Taus heute nichts. Hier steht vorne drauf, Rot-Grün, roter Anlauf in Düsseldorf gescheitert. Also die SPD wird nicht mit der Linkspartei koalieren wollen. Euro-Rettung mit ungedeckten Schecks, ein großes Thema heute im Parlament, Debatte, gleichzeitig sogar Bundesrats Beschluss, das heißt sogar der Bundespräsident hat es unterschrieben, hier geht es um 148 Milliarden, die Deutschland sicherstellt, abdeckt, bürgt und wahrscheinlich auch zahlen muss. Das ist auch ein extra Thema und dann hier Frankfurter Allgemeine Zeitung heute, Leben 2.0,
als Überschrift Frau Kraft, SPD, es hat keinen Sinn, weiter mit den Linken zu reden. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat heute auch den Strafprozess gegen Jörg Taus in Karlsruhe wegen unerlaubter und strafbarer Kinderpornografie nicht geführt. Aber das Neue, wenn ich das sagen darf, ist, dass jetzt ein Zeuge, ein Medienwissenschaftler, Taus entlastet hat. Und ich habe mir das hier ausgedruckt, zitiere das. Ein Medienwissenschaftler hat den ehemaligen SPD-Politiker Jörg Taus vor Gericht entlastet. Der Direktor der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung in Stuttgart, Dieter Klump, sagte am Freitag als Zeuge vor dem Landgericht Karlsruhe, er kenne Taus seit 15 Jahren und sei von den Vorwürfen, die er aus den Medien erfahren hatte, überrascht gewesen. Bei einem Abend mit Taus in dessen Berliner Stammlokal Ende August 2008, also erheblich bevor man bei ihm Videos gefunden hat, sei man auf das Thema Kinderpornografie zu sprechen gekommen. Taus habe dabei zu ihm gesagt, seien Sie froh, dass Sie sich dieses Zeug nicht angucken müssen. Da geht es nicht um Lolitas, sondern um scheußlichere Dinge. Er, Taus, tue dies als Abgeordneter. Klump sagte, Taus sei für den Bereich des Internets und der neuen Medien der mit Abstand kundigste Politiker, den er kenne. Taus sei einer der ersten Abgeordneten gewesen, die sich einen Internetanschluss im Bundestag legen ließen, wenn Taus sich Kinderpornomaterial aus anderen als aus dienstlichen Gründen hätte besorgen wollen, hätte Taus gewusst, wie man sich anonym etwas aus dem Internet herunterlegt. Kinderpornos in Abgeordnetenwohnung gefunden. Der Staatsanwaltschaft wirft dem 56-jährigen Angeklagten vor, zwischen Mai 2007 und Januar 2009 kinderpornografisches und jugendpornografisches Material beschafft, besessen und weitergegeben zu haben. Laut Anklage wurden rund 260 derartige Bilder und rund solcher 40 Videoclips auf dem Handy von Taus gefunden. 5 Bilder und ein Video habe er zudem per Mobiltelefon weiter verschickt. Die Materialien wurden bei der Durchsuchung von Taus Abgeordnetenwohnung am 5. März 2009 in Berlin gefunden. Taus, der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, war rechtfertigt den Besitz des Materials mit seiner Abgeordnetentätigkeit. Es ist zweifelsfrei, dass Taus als medienpolitischer Sprecher Hauptbeteiligter hätte sein sollen bei der Ausformung von Gesetzen für den Deutschen Bundestag zu diesem Kinderporno-Thema. Es ist nicht denkbar, dass das Abgeordnete machen können, die nicht kompetent sind. Genauso wünsche ich, dass sowohl das Gericht in Karlsruhe wie auch die Staatsanwaltschaft wirklich weiß, womit sie zu tun hat, dienstlich. Und die Überlegung hier von dem Zeugen, dass der Taus als IT-kompetenter Abgeordneter sich jederzeit auch anders Kinderporno hätte beschaffen können und nicht verheimlicht hat, ist doch überzeugend. Einerseits, andererseits ist es genauso klar, dass Taus seine Beschäftigung mit dem Thema nicht irgendwie weder im Privaten noch unter den Abgeordneten oder in der Fraktion an die große Glocke gehängt hätte werden können oder sollen. Selbst rückwirkend aus heutiger Sicht ist das gar nicht denkbar, dass man das sinnvoll finden könnte. Insofern bin ich gespannt, was die zwei letzten angesetzten Gerichtstage in der nächsten Woche noch bringen werden. Es wird ein Zeuge dabei vernommen, der aus dem gewerblichen Kinderporno-Geschäft Adressat von Taus war. Der wird, soweit es aussieht, ja die Kontakte bestätigen und wird also einzeln durchgenommen. Und es wird damit gerechnet, dass nächste Woche Freitag beziehungsweise spätestens am 1. Juli das Urteil zu den Vorwürfen des Jörg Taus, heute Piratenpartei, wegen unerlaubter strafbarer Kinderpornografie ergehen wird. Und wir werden dann sehen, welches allgemeine Bild sozusagen ausgerufen wird zu diesem Thema, welche Richtlinien sozusagen daraus kommen und auch welche weiteren rechtlichen Schritte unter Umständen ergriffen werden. Und bis dahin werde ich dieses Thema weiterführen. Hier und Ahoi, liebe Piraten.